So, hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Dragos News Folge. Ich beginne jetzt wieder mal mit 1, weil ja ich jetzt alles neu mache mit Dragos News. Vor allem, ich sag euch jetzt in dieser Folge, ja, und in den nächsten einfach so, was ich momentan ändere, was ich neu mache und einfach Infos und Ankündigungen. Dann beginnen wir mal. Danke fürs Einschalten. Das erste ist ja die große Ankündigung. Ich mache ja seit vorgestern Livestreams und die werden ungefähr um 18 Uhr abends beginnen und werden dann bis um 23, 24 Uhr gehen. Also mehr als 4 Stunden pro Tag. Und in diesem Livestream könnt ihr Sachen wählen. Also ihr dürft gerne sagen, wenn ihr mal mitmachen wollt, wenn ihr zum Beispiel hier auf dem Server seid. Und gerne mit mir irgendwas bauen wollt oder einfach etwas wünschen wollt, dann dürft ihr das gerne im Livestream in den Chat schreiben. Ich schaue, dass ich jetzt heute ein bisschen mehr in den Chat schaue, weil die Mods gestern nicht on waren. Haben sie mir nicht vorgesagt, was ihr so geschrieben habt. Also ab heute werde ich es machen und auch ja immer wieder schauen. Und ja, der Livestream, ja, gute Qualität und eben interaktiv. Und wenn ihr ein anderes Spiel sehen wollt, kann ich auch wechseln. Jo. So, der Server geht wieder recht gut, sind momentan auch sehr viel on, obwohl es eine außergewöhnliche Zeit ist. Dankeschön dafür. Und wie ich sehe, sind auch ein paar Let's Play online. Ich werde euch sicher mal kurz den Kanal von euch anschauen, wenn ich ihn finde. Sonst könnt ihr ihn mir gerne auch schreiben. Mir nimmt es einfach mal kurz Wunder und ja, was ihr so macht. Und vielleicht gefallen ja mir eure Let's Plays. Und vielleicht können wir ja dann mal auch etwas zusammen machen. Ich bin offen, also ihr könnt mich anschreiben, am besten auf meinen Kanal, als PN, private Nachricht. Oder so irgendwie. Oder hier auf dem Server gerade. Und jo. Das Let's Play von Minecraft ist ja gestartet auf diesem Server. Hier. Und ja, das Let's Play ist eigentlich relativ mitmachbar. Also wenn ihr Lust habt und auf den Server kommt, Minecraft habt und so, da dürft ihr auch mit mir mal Let's Playen. Also ich kann über TeamSpeak, können wir dann zusammen reden und irgendwas bauen. So, dann das nächste. Zum Beispiel, ja, ich habe ja jetzt einen neuen PC und dieser PC ist extrem stark. Also ich tue ja jetzt auch GTA 5 Videos hochladen auf maximal, also auf Ultra Einstellungen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr in meine Crew kommen und dann könnt ihr bei den Let's Plays dabei sein. Müsst ihr nicht, aber eben wenn ihr eine geschlossene Crew-Sitzung von unserer Crew seid, dann seid ihr eigentlich automatisch in den Videos auch dabei. Also wenn ihr nicht dabei sein wollt, dann müsst ihr nicht dort in die geschlossene Crew-Sitzung gehen oder so. Könnt ihr dann in eine öffentliche Crew oder in eine geschlossene öffentliches Spiel und in eine geschlossene Freundessitzung oder so. Und ich mache dann mit euch irgendwelche Scheißdeck oder die Spiele, also die Missionen, die Rennen und so weiter. Und ich kaufe mir heute noch ein Gamepad und ein besseres Headset, damit einfach die Qualität stimmt und ich auch gut steuern kann mit dem Gamepad, mit dem Controller. Ja, das wäre das nächste Thema. Dann kommen wir so ein bisschen generell zum Server hier. Ich bin ja Admin auf dem Server und so. Momentan ist es wirklich gut.
Alle Leute benehmen sich, niemand grieft mehr. Es haben einfach Leute gemeint, sie können hier auf den Server kommen, sind wahrscheinlich in einem Clan, in einem Griefer-Clan oder so, und einfach mal ein paar Sachen griefen. Wir sehen das, ich kann es euch beweisen, ich kann es nämlich auch machen. Ich kann schauen, der Block habe ich ja hier hingesetzt. Hier habe ich zum Beispiel eine Torch hingesetzt und ich habe sie auch zerstört. Also es ist weg. Also ich sehe alles, ich kann es beweisen. Hier war niemand, hier hat niemand abgebaut. Hier habe ich wieder Dirt abgebaut. Also ich kann alles sehen, wenn jemand grieft, cheatet oder so irgendwas. Wir sehen alles und ich sage einfach, der Server ist so offen. Es gibt wirklich alles zu machen. Wir haben keine Ränge, wo man Geld zahlen muss oder so. Ihr habt frei verfügbar, wenn ihr auch nichts zahlt. Wenn ihr nur herumhockt auf dem Server. Ihr habt, könnt alles machen. Und speziell die RVR-Welt und die PvP-Welt wird dann einzigartig, also ja nicht einzigartig, aber es wird sie geben offen. Und die Leute können einfach rein, wenn ihr Bock habt auf PvP und so weiter. Und dann werden wir natürlich später auch Plugins installieren, dass wir spezielle, zum Beispiel ein Enderplay-Mode oder so etwas oder Spleef Arena, alles mögliche, und da tun wir natürlich auch unsere eure Wünsche und so annehmen, also wir sind offen. Spenden, also wenn ihr mal spenden wollt, wenn euch das sehr gut gefällt und ihr gerne mal ein bisschen spenden wollt, schreibt es am besten Floster, er ist dafür zuständig und er zahlt ja auch den Server erst. Sehr nett und zahlt den Server für uns. Und deshalb kommen die Spenden auch nur ihm zur Verfügung. Außerdem der Server ist dann größer und die Spenden hoch. Und dann haben wir sicher auch ein paar Spenden als Admin. Aber ich brauche eigentlich so vom Server nicht spenden. Das ist alles mein Hobby. Ich mache als Hobby Admin und brauche deshalb kein Geld. So, ja, das war's mit der ersten Folge von Dragos News. Und ja, schaut nächstes Mal wieder vorbei, wenn es heißt Dragos News Part 2. Und wenn ich dann Neuigkeiten habe. Also, Dankeschön. Erinnert euch an den Livestream. Der Link ist im Kanal. Und sonst einfach twitch.tv/DragoBaster zusammengeschrieben. Und dann kommt ihr auf meinen Livestream-Kanal, wo ihr die Livestream dann am Abend seht. Also, jo, Dankeschön fürs Schauen und tschüss!